Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Watchpoint. Heute haben wir ein ganz geiles Gerät hier, wenn man das so sagen darf. Und zwar ist es die orangene Citizen Sailhawk. Mit dieser tollen Uhr kann man unheimlich viel anstellen. Allerdings rate ich auch jedem dazu, der sich kauft, wirklich die Bedienungsanleitung durchzulesen. Denn es sind so viele Funktionen bei dieser Uhr versteckt, was ihr wahrscheinlich auch von einer Casio G-Shock oder ähnlichen Uhren auch kennt. Man sollte sich das im Vorfeld durchlesen, um dann tatsächlich das Potenzial dieser wirklich wunderschönen Uhr auch wirklich ausnutzen zu können. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der Vorstellung von dieser Uhr. Ich werde euch ein bisschen was erklären und ich hoffe, ihr liked mich dann oder ja. Werdet auf jeden Fall einen positiven Kommentar für uns abgeben. Danke! So, nun ist es soweit und ich zeige euch jetzt eine wirklich der schönsten Uhren, die ich seit langem in Händen hatte. Und zwar handelt es sich hierbei um die Citizen EcoDrive Pro Master Sailhawk. Und zwar ist es die orangene Version, das ist die Citizen Artikelnummer JR406118E. Eine wunderschöne Uhr, wirklich mit allem, was man sich vorstellen kann. Kurz nur überschlagen, 44 mm Gehäusedurchmesser, Gehäusehöhe 14 mm, ist schon was für Männer. Mineralglas, kein Saphirglas, was ich immer ein bisschen ärgerlich finde bei solchen Uhren, aber ist egal. Die Uhr kommt mit dem Original Pro Master Band, die ja qualitativ sehr, sehr schön sind, muss man ja wirklich sagen. Die originalen ProMaster Bänder haben eine super Qualität, sehen auch in der Regel cool aus. Ich für meine Seite habe mir ein Half-Mesh Band gegönnt für diese Uhr und habe das auch installiert an der Uhr und wie ihr seht, ich denke mal, das wird auch gut angenommen werden und sieht auch einfach toll aus. So, weiter zur Uhr. Die Uhr ist EcoDrive, das heißt natürlich solarbetrieben. Was ich ziemlich cool finde, ist, die Uhr hat ein LCD oder zwei LCD-Displays. Somit ist die reine solarbetriebene Zeit der Uhr zwar nur mit 90 Tagen Gangreserve angesetzt, allerdings ist die komplette Gangreserve bei dieser Uhr auf 4 Jahre angesetzt. Das ist ja Wahnsinn. Und das heißt also, ihr legt die Uhr weg. Und selbst nach 4 Jahren sollte die eigentlich theoretisch wieder starten. Klar, das kann man nicht voraussehen, aber ich denke mal, das ist schon mal eine Ansage bei diesem Laufwerk. Das ist das C660, glaube ich, das Laufwerk, was da verbaut wurde. Ich zeige euch jetzt nur mal dieses wunderschöne Manual, was extrem dick ist. Seht ihr das? Und zwar liegt das wirklich an den vielen Funktionen, die diese Uhr ja hat. Also unglaublich viel Info hier drin. Ich rate euch halt, wie gesagt, dazu, ladet euch das Manual von der Citizen Website runter. Das gibt es genau für dieses Kaliber. Dort könnt ihr euch das als PDF runterladen und das macht auch Sinn, denn es sind so viele Funktionen an dieser Uhr, die sind nicht so einfach für einen, ja, oder für einen Newbie zu erkennen, zu erklären. Ihr habt die International Warranty Card hier. Ich habe die Uhr bei Amazon erworben. Und ich glaube, das ist von Uhrzeit Lounge gewesen, das Ganze. Also, dann noch ein bisschen was dazu. Die Ziffernblattfarbe ist schwarz. Ich zeige es euch jetzt auch direkt. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Das Licht ist heute ein bisschen schwierig bei uns. Also, orange Lünette, und zwar ist das nicht ein ganz grelles Orange, sondern Metallic Orange, richtig, richtig, richtig nett. So, ihr seht schon, wir haben einen Chrono, wir haben die beiden digitalen Displays unten, dort kann man die Weltzeiten einstellen, das ist eine GMT-Uhr, ihr seht an der Uhr, ProMaster Logo ist auf der Krone.
wunderschön verarbeitet. Interessant an der Uhr ist, die ist trotz allem als Segeluhr 200 Meter wasserdicht, wobei ich dem ganzen Braten immer so ganz schwierig traue, denn die Krone ist auch nicht verschraubbar und alle anderen Druckknöpfe hier und da sind ja auch eigentlich, na, wie kann man das sagen, offen. Ich weiß es nicht, wie man das ausdrücken soll. In jedem Fall 200 Meter ist da schon eine Ansage. Das muss schon gut von Citizen gemacht worden sein. Die Krone oder die Lünette gibt keine Klicks von sich, denn die ist ja fürs Segeln eigentlich entwickelt worden, die Uhr. Das heißt, es geht hier in die Richtung rein. Das ist 360 Grad, 60 Grad. Das kann man anpassen. Man sieht das am Display auch. Hier unten, das ist quasi der wichtigste Punkt. Wenn ich die rausdrehe, dann kann ich hier verschiedenen Einstellungen machen. Ich ziehe die jetzt einfach mal raus. Ihr seht, wie von Geisterhand bewegt sich hier alles. Ihr könnt jetzt hier unten die verschiedenen Einstellungen übernehmen. Oder ihr könnt verschiedene Zeiten einstellen dabei. Ihr habt hier die Möglichkeit, schaut, die geht dann auch wieder automatisch zurück, wenn man sie reindrückt. Hier habt ihr jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, um eure Feineinstellungen für die Uhr vorzunehmen. Das heißt, Uhrzeit einstellen, Weltzeit einstellen. Ihr wundert euch nicht wundern, dass sich das alles von Geisterhand bewegt. Aber das ist bei dieser Uhr wirklich abgefahren. Für jede Einstellung gibt es eine verschiedene Zeigereinstellung, wo auch die Zeiger dann automatisch hinfahren. Mein Tipp ist, wenn ihr euch die Uhr besorgt, resettet die. Das ist relativ easy. Dazu müsst ihr den Knopf rausziehen und dann die beiden Knöpfe zeitgleich circa 5, 6, 7 Sekunden gedrückt halten. Dann geht die einmal komplett auf 0 und dann könnt ihr sie für euch einstellen. Stellen Sie jetzt mal wieder zurück. Ihr seht, wie sich die Zeiger immer bewegen, weil sie wieder auf die Originaleinstellungen dann zurückspringen. Es gibt unheimlich viel, was wir mit dieser Uhr machen können. Das ist wirklich ein richtig multifunktionaler Chronograph. Wir haben ein Hundertstel Stoppfunktion, wir haben die Weltzeit, wir haben eine ganz normale Chronographenfunktion, wir haben natürlich eine ganz normale Stoppfunktion, wir haben den Perpetual Kalender mit der Anzeige von Monat, Woche, Tag, wir haben die Dualzeit, hatte ich schon erwähnt, die Weltzeiten. Es ist quasi alles mit dieser Uhr machbar, was man sich so vorstellen kann. Ähnlich wie bei einer, ja, Casio G-Shock, wo man ja auch unheimlich viele ja, Möglichkeiten hat. Also wirklich eine wunderschöne Uhr. Ich werde euch auch das deutsche PDF als Bedienungsanleitung hier zum Download hinterlegen. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal runterladen. Und bei dieser Geschichte von dieser Uhr ist es tatsächlich so, es gibt ja schon eine Menge von den Fliegeruhren und von dem, ja, von Segeluhren, Taucheruhren, die Citizen macht. Dafür sind sie ja nun mal auch berühmt. Mit so einer richtig schönen Segeluhr, mit der ihr wirklich Regatta fahren könnt oder halt auch wirklich, wenn ihr mit dem Segelschiff unterwegs seid, über sämtliche Zeitzonen verfügt und alles. Da gibt es nicht wirklich viele von. Und ich bin total begeistert, dass Citizen so eine tolle Uhr herausgebracht hat, die A, optisch wirklich ganz, ganz toll aussieht, die auch qualitativ sauberst, wirklich sauberst verarbeitet ist. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Die Uhr liegt ungefähr bei einem Preis von, boah, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, so ungefähr 350 Euro. Circa. Mal mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist ein mittleres Budget. Und für den Preis bietet diese Uhr, wie ich finde, so super viel. Das habe ich bei den meisten weitaus teuren Schweizer Uhren längst nicht.
Da muss man wirklich sagen, hat sie diesen absoluten guten Griff gemacht. So, ich werde euch irgendwann jetzt die Tage ein komplettes Review darüber machen, wie man diese Uhr komplett bedient, einstellt, resettet. Und ich hoffe aber erstmal, dass euch die kleine Vorstellung jetzt schon mal gefallen hat. Und ich wünsche mir, dass ihr einen wunderschönen Tag habt, gesund bleibt und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao!